Hallo gesagt, es geht weiter. Ich und meine Problemzone, also mein Auto, sind gerade auf dem Weg nach Erkner. Ja, ich habe schon wieder seit letzter Woche, eigentlich schon seit vorletzter Woche, diverse Probleme mit meinem Fahrzeug, aber solange es noch fährt, bleibe ich sitzen. Und ja, bin auf dem Weg nach Erkner. Morgen findet dort auch eine Hausmesse statt, wo wir das erste Mal dabei sind. Ich bin mit dem Otti dort und der durfte jetzt auch gerade schon da sein und ein bisschen beim Aufbauen helfen. Für uns schon einen kleinen Pavillon aufstellen und ein paar Tische. Und ja, wir treffen uns dann an einem Gewässer, für das es im Big Fish auch die Angelkarten gibt. Und ja, probieren dann dort mal einen Fisch rauszuzaubern, sofern da ein Platz frei ist. Otti hat schon dort geangelt, das ist wohl sehr, sehr wenig. Also es gibt generell sehr wenig Stellen an dem Gewässer, aber das können wir euch später alles noch zeigen. Ich hoffe jetzt erstmal, dass ich hier die 100, 120 Kilometer geschmeidig durchkomme und mein Motor nicht zerstört wird, so wie es gerade da steht. Jetzt flippe ich gleich aus, weil die Oma vor mir hier gleich stehen bleibt. Bis später. So, zum zweiten Mal angekommen. Ich muss da noch mal los, hab was vergessen. Habe ich dann schnell gekauft. Und gleich noch was zu futtern mitgebracht. Und Otti baut schon sein Zelt auf, wie ich sehe. Sehr schön, sehr, sehr schön. Das sieht doch idyllisch aus hier. Na? Na? Hast du alles gekriegt, was du brauchtest? Ja. Sehr geil. Nicht ganz genau das, was ich brauchte, aber... ähnlich. Ein paar Poppies kriegen wir da präsentiert. Sehr geil. Und können da auch mal ein PVA-Bag reinschmeißen und platzen lassen. Mhm. So, hier sind wir. Hier warst du schon mal angeln, ja? Einmal. Einmal? Einmal mit meinem Junior. Hab aber viel davon gehört so. Und will es jetzt einfach mal. Jetzt will ich es wissen. Jetzt will ich es wissen. Und jetzt bietet es sich ja an. Weil jetzt bin ich ja auch da. Na, dann gucken wir mal. Sowas habe ich nämlich nicht mit. Ich habe nur meine Bangsticks mit. Und das Stück Steg hier. Naja, kriegen wir schon hin. Dann werden wir mal machen. Wir melden uns nachher nochmal, wa? Ja. M4? M4. M4. Und andere Peach. Peach. Was sonst? So, ich habe erstmal den Bangstick einfach so reingehauen, weil ich mir noch nicht sicher bin, ob ich meine Basabas da drauf schraube oder nicht, aber wahrscheinlich schon. Bisschen Futter, da gibt es besser Licht, ja. Sweetcorn-Paste, heißer Scheiß. Salubi Premium, sind aber gemischt mit normalen Premium. Und noch etwas Tuna Black Pepper Paste. Und fertig ist der Lack.
nur vorsichtig von dem Wackelsteg springen. Und frei. So, ich ein bisschen ins Blickfeld, damit ihr auch was sehen könnt. Ja, Otti, alles klar. So, dann schauen wir uns die Geschichte mal an hier, würde ich sagen. Ich habe mich übrigens dazu entschieden, Klingeling, eine Route 20er Ace Lobform mit einem Fake Horn und die andere 24er Kokoshell. Also fast wie die letzten Male. Ist auf jeden Fall schön krautig. Ich hoffe, man hört überhaupt was bei dem Autobahn-Sound. -15 Grad Wasseroberfläche. Das klingt eigentlich ganz entspannt. Hier haben wir eine krautfreie Stelle auf jeden Fall. Ich werde auch gar nicht so weit rausfahren. Ich werde einmal eine Runde schauen. Auf der anderen Seite sitzen auch noch welche. Ich gehe davon aus, dass das hier eine ziemliche Badewanne ist. So habe ich es gern. Oh, 8,40 Meter. Eigentlich. So geht also hauptsächlich nach unten. Langsam, hier fängt das Kraut wieder an. Hier vom Totholz. Das ist natürlich verlockend. Den Punkt brauche ich mir nicht speichern. So. Also einwandfrei. Einwandfrei. Ich werde ein bisschen Sweetcorn-Paste zu dem Kokoshell füttern. Und dann vereinzelt noch ein paar von den guten ACs hinterher schmeißen. Dann war es das auch schon. So, die wird jetzt nicht mehr bewegt.
Richtig schwer, denn Dinge. Oh, ich habe noch Super View an. Das sieht aber auch super aus. Bitte schön. Sehr schön. Lecker, lecker. Noch lecker, lecker. Die Beladen aus. Lass dir schmecken. So, Pizza hat geschmeckt. Oh ja, mal lecker. Ich platze gleich, ey. Hallo. Oh, gut gesättigt. Ja. Wir müssen gleich noch ein bisschen Material umladen. Ja, stimmt. Damit wir dann in meinem Auto Tackle und in deinem Auto den Stuff für die Messe. Muss aber sein. Ja. Das machen wir lieber jetzt gleich. Macht das, glaube ich, noch weniger Spaß. Ja. Na dann los. Zähne sauber? Ja. Morgen. Morgen. Viele Piper gehabt? Leider nicht. Einen noch jetzt früh, aber wahrscheinlich war es wieder Karpfenente. Karpfenente. Ja, dann leiern wir mal den Rest raus, wa? Jawohl. Aber schön geschlafen. Das Wichtigste. Allerwichtigste. Fix. Aua. So, ich sehe gut aus. Wir sind noch schön fleißig am Machen, gerade das Auto mal weggestellt. Und die ist noch da vorne. So sieht es erstmal aus hier. Kurz die Eibank hingeflackt. Hallo. Hallo. So, hier ist das schöne Café. Hallo. Otti hat den gleichen Gedanken wie ich. Otti. Ja. Vorbereitung laufen. Das sieht katastrophal aus. Ist egal erstmal. Da drinnen sind sie auch noch alle am Buseln. Hier sind sie noch schön fleißig. Hey Lukas. Hi. Und? Na, Otto. Hat einen geilen Tag, wa? Ja, aber. Ja, auch schön fleißig alle. Ja. Machen wir hier, ist bestimmt auch irgendwer fleißig. Ah, da hinten ist auch Martin zugange. Moin Martin, noch viel zu tun? Nee, durch, wir sind durch, komplett. Ja? Alter, ja. Alles fertig. Alles klar. Geht. Ja, kann ich. Ja, mit Live-Scope, ja.
Eine wunderbare Routenauswahl. Sehr, sehr schick. Die wertigeren Röhrchen hier in der Vitrine. Taschenklamotten, Warthosen, Stiefel, alles reichhaltig am Start. Meeresbereich, Köderboxen ohne Ende. Sehr, sehr gut sortiert der Laden. Gefällt mir sehr gut auch hier mit den blauen Rückwänden. Passend zum Logo, zum Corporate Design, hat sich jemand Gedanken gemacht. Sowas mag ich. Ja, konnte ich nicht, Digga. Ja, konnte ich wirklich nicht. Nee, zwangsmäßig sehe ich ja nicht. Nee, von da kommen meine Sachen. Hier gibt's auch diverses Futter. Ich krieg ja hier auch Prozente und Rabatt. Hier gibt's die Prozente. Da brauche ich ja nicht zwangsmäßig. Ich komme ja mal hierher, weißt du. Cool, dann sieht hier bald aus hier, Späti, wenn du hier weiter. Was sind denn das für Preise? Ja, ich gucke aber gerade, wenn es in Spanien. Vertreibt jetzt einen schönen Seiger, ja? Ja! Seit wann? Alle komplette. So, Hausmesse in Erkner ist durch. Ja, alle K.O. zu Wort. Ja, also nochmal vielen Dank an SBS. Wir haben uns sehr gefreut, dass ihr da wart. Die Kunden waren interessiert und wir schauen mal für alle, die es sehen, dass wir natürlich hier ein bisschen was integrieren und dann gucken wir mal, ob ihr es haben wollt und dann könnt ihr es gerne hier auch bei uns bekommen. Genau, und sonst warst du zufrieden mit deiner Hausmesse? Ich war zufrieden, die Leute sind alle zufrieden gewesen, das ist das Allerwichtigste. Genau, das Eis ist der Hammer draußen. Oh ja, genau. Auch das Hundeeis, wohlbemerkt, das Hundeeis. Ja, mein Benni Hund hat's zum geschmeckt. Ersten Mal Hundeeis. Gleich weggeschleckert. Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir haben alles angepackt. Danke Jungs, hat mir Spaß gemacht. Jawohl. Rennjohn. Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal. Wir haben auch zu danken. Ja. Danke Lukas. Wenn das war geil. Sehr Spaß gemacht.